Der neue Manhunt ist aktiv in der Division 2 und oh Mann, am Ende gibt's doch recht wilde Informationen in den Audios. Ich sehe mal mit euch die komplette Fahndung an und natürlich auch, was in den Audios vorkommt. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Der neue Manhunt ist aktiv und zwar Cursed. Ich habe ihn gespielt und werde euch jetzt hier die ganzen Audios zusammenfassen, dann noch den Manhunt und am Ende hören wir uns die letzte Audio an und natürlich auch, was ich denke, was diese Audios zu bedeuten haben. Generell ist es so, die Audios sind relativ verwirrend. Wir haben leider nie irgendwie den Zeitablauf dabei, also wann irgendwas war oder mit Datum oder so, aber trotzdem, wir hören uns jetzt mal alle Audios einmal der Reihe nach an. Mord Cursed Kellogg. Der Typ hat unheimlich Pech. Man munkelt, er sei ein zwanghafter Spieler. Er hat sich gemeldet, um seine Schulden bei den Kredithaien zurückzuzahlen. Er hat am Black Friday im Lotto gewonnen, wurde aber nicht ausbezahlt. Die Kredithaie sind jetzt wohl sein geringstes Problem. Ich weiß, dass jemand im Koma liegt. Aber Sie wissen nicht, ob es Schäfer ist? Das ist leider korrekt. Quelle? Wir haben einen der Köche geschnappt. Und was hat das mit dem Koma-Patienten zu tun? Sie sollten Nahrung für Magensonden zubereiten und penibel genau auf die Hygiene achten. Aber Sie haben die Sonde nicht gelegt und den Patienten nicht gesehen? Nein. Er hat gesagt, dass der Zugang zu dem Raum beschränkt ist. Wer darf rein? Manny, Kelso, Dr. Summers und unser alter Freund Captain Lewis. Tja, er hat sich also schnell beliebt gemacht. Haben wir da eine Chance? Vielleicht. Männer wie er sind nicht loyal. Und er hat schon einige Male die Seiten gewechselt. Soll ich mich an Bantam oder Kaplan wenden? Kaplan. Bantam ist nervös. Viele True Sons sind übergelaufen. Ja. Sie waren Anderson wohl nicht so ergeben, wie er dachte. Das Problem mit charismatischen Anführern ist, dass man zusammen mit dem Anführer auch die Gefolgschaft verliert. Stimmt. Das Beste in einer gesichtslosen Organisation ist, dass man einer Machtstruktur verpflichtet ist, nicht einem Narzissten. Ich weiß nicht. Glaubst du, vor dem grünen Gift hätte man uns für geeignet gehalten, etwas wie das hier zu bewachen? Es geht mir um das große Ganze. Sicherheit und Schutz. Sie kennen mich so gut. Ja. Und deshalb denke ich, dass Sie Captain kontaktieren sollten. Wir müssen potenzielle Verräter in unserer Mitte ausmerzen. Hat sie uns etwa verraten? Nein. Aber sie hat den Zugang und die psychologischen Mittel, um Verräter zu erkennen. Zivilisten! Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht, Agent. Sie haben ein weiteres Ziel erledigt. Nichts Neues von Schäfer. Danke. Das entspricht Bantams Bericht. Wird er zum Problem? Ich denke nicht. Er hat viel zu viel Angst, dass ich ihn betrüge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand Angst vor Ihnen haben kann. Aber nur, weil Sie noch nie meinen Zorn zu spüren bekommen haben. Cursed. Stimmt. Sie haben mir schon mehr als einmal das Leben gerettet. Irgendwas rausgefunden? Nur, dass medizinische Spezialausrüstung ans Weiße Haus geht und es wieder verlässt. Vielleicht für Schäfer, vielleicht aber auch nicht. Um es genau zu sagen, müsste ich dort eindringen. Das wäre Selbstmord. Beobachten Sie vorerst weiter. Das waren also jetzt mal die ersten drei Audios, die wir aus dem Manhunt haben. Jetzt schauen wir uns noch den Final Boss an, ja, also das letzte Ziel. Hier reines Gameplay und am Ende natürlich die Audio und was ich denke, was passieren könnte in der Division 2. Ich weiß, wo Mord Cursed Kellogg steckt. Er ist in Tidal Basin.
langweilig. Überhaupt nicht. Vorsicht, Agent. Er könnte überall sein. Überlebende. Verstanden. Ich folge. Kein Sichtkontakt von hier. Ich habe einen.
Überwachungsfunktionen kritisch. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Verschlüsselte Datei entdeckt. Lade Daten zur Analyse hoch. Kein Problem.
geht wieder los. Ein gutes Ziel. Mann verloren. Schwere Verwundung entdeckt. Zielperson ist noch nicht tot. Vorsicht, Luftdetonation. Agent am Boden. Sie nicht hin. Er ist noch sauer wegen dem Lotterielos.
Identifikation bestätigt. Mord Cursed Kellogg. Status verstorben. Danke, dass Sie ihn ausgeschaltet haben, Agent. Die nächste Drohnenaufnahme wartet. Kommen Sie ins Schloss. Machen Sie sich Sorgen wegen der Strahlung? Sie haben mit Chunks geredet, stimmt's? Nein, Stovepipe. Ganz ruhig. Nehmen Sie Ihr Jod ein. Sie halten die Gerüchte für falsch? Über St. Louis? Ja. Immer wenn die Leute sagen, es ist doch nur ein Gerücht, versuchen sie etwas zu vertuschen. Also ja, ich glaube, die Gerüchte sind wahr. Scheiße. Vergessen Sie St. Louis. Fairview ist das Problem. Warum? Wissen Sie, wie die mit dem Atommüll umgehen? Nein, nein, nein. Das hätten sie uns gesagt. Junge... Ich glaube, dein Helm brennt. Seit wir Major Castillo verloren haben, herrscht dort Chaos. Ich verstehe, warum sie ihn ausschalten mussten. Aus Kummer hat er schlimme Dinge getan. Ja, also hier die letzte Audio. Wahnsinn. Ja, also meiner Meinung nach über St. Louis, was hier gesprochen wird. Es gibt hier viele Fragezeichen. Ich muss mich aber hier auf ein Buch berufen und zwar auf eine Novelle und zwar Tom Clancy, The Division Recruited. Hier kommt St. Louis vor und zwar als Ort. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die passieren in diesem Spiel. Die erste Möglichkeit ist, dass St. Louis einfach dieser Descent wird. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir ein kleineres DLC St. Louis bekommen, also eine Map. In den Audio steht auch drinnen, wegen Gerüchten, und es ist nur ein Gerücht, aber meistens ist ein Gerüchten was wahr. Also hier diese letzte Audio, muss ich ehrlich zugeben, verwirrt mich ein wenig, wie es weitergeht mit der Zukunft. Ja, also was passiert in Jahr 5? Klar, Hoffnung haben wir immer, das wissen wir. Und meine Hoffnung ist doch, dass wir ein kleineres DLC bekommen. Mit Jahr 5. Ja, also nicht einfach nur jetzt in Descent. Die Spezialisierung, die wurde ja verschoben. Also die Änderungen. Hier werden wir mal abwarten, ob sie es überhaupt noch ändern. Oder ob sie es so lassen. Also Spezialisierungsänderung kommt mal keine. Aber ein kleines DLC St. Louis. Das wäre sehr, sehr nice. Ja, und ich würde mich da wirklich freuen. Schreibt mal eure Meinungen hinein. Was sagt ihr zu den Audios im Manhunt? Und natürlich auch zu diesem Gerücht um St. Louis. Somit, ich hoffe, das Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Charlie, du, da ist noch jemand. Was? Ich hab bis zum Ende geguckt. Es noch mehr? Was mach ich jetzt? Ja, dann sag ich Ihnen das mit den zwei Videos. Die Videos? Genau. Hier, okay. Und Abo. Das Abo, hier Abo. Unten. Und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, hab ich. Hab ich gesagt. Hab ich.